Ein kompaktes E-Bike für Allwetterpendler, Tourenradler oder Campingurlauber und das Ganze ohne Kompromisse im Bereich der Ausstattung, all das ist mit unserem neuen Hersteller Easy möglich. Egal ob du 1,50 m, 2,10 m groß bist, leicht oder etwas schwerer bist, Easy bietet für dich immer das passende Rad. Wer oder was sind Easy und was ist das Konzept dahinter? Ganz einfach, denn hier ist der Name tatsächlich Programm. Easy bietet wirklich für jeden Einsatzbereich das optimale Fahrrad mit der optimalen Ausstattung. Das Rahmenkonzept und auch die Rahmengeometrie sind so ausgelegt, dass ich auf längeren Touren auch hier Fahrspaß habe und auch das so ausgelegt ist, dass auch hier größere Menschen mitfahren können. Und ich zeige dir jetzt einfach mal verschiedene Modelle, die wir am Lager haben. Fangen wir an mit dem S8 RT. RT steht natürlich bekannterweise für die Rücktrittbremse. Und die 8 steht auch hier für die Namensschaltung von Shimano. Verbaut von der Technik her haben wir natürlich hier die Bosch-Technik. Wir haben hier einen Bosch ActiveLine Plus Mittelmotor mit 50 Nm vom Drehmoment her und einen sehr leisen Motor dazu. Dazu haben wir das Ganze so konstruiert, dass wir einen 500 Wattstunden Akku am Sitzraum montiert haben und dieser hier auch sehr, sehr leicht zu entnehmen ist. Pfiffige Lösungen sind definitiv hier der Speedlifter-Vorbau. Ich kann hier mit einem Handgriff wirklich den Lenkervorbau in der Höhe variieren und sogar, wenn ich das Rad zum Beispiel in den Camper oder ähnliches packen möchte, super einfach auch ohne Werkzeug drehen. Also auch hier sehr schön Platz sparen. Grundsätzlich werden die Modelle immer als 20 Zoll Variante ausgeliefert und haben dann hier auch gerade bei dem Modell zum Beispiel LED-Beleuchtung mit einem Licht, mit einem Fernlichtknopf. Sprich, ich kann hier bei dunkleren Passagen auch die Lichthelligkeit von meiner Lampe variieren. Dazu habe ich hier das kompakte Purion-Display an der linken Seite. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen die wichtigsten Informationen ablesen zu können. Dazu haben wir dann hier einmal einen Kettenantrieb. Wir haben Klapppedale mit dabei, dass ich die Pedale auch einklappen kann. Und einen vollwertigen Gepäckträger, sprich Belastbarkeit von 25 Kilogramm mit Packtaschenstreben, dass ich auch hier vereinzelt Taschen anbringen kann. Als nächstes haben wir dann das Modell in Rot, und zwar ist es das E5 ZRF. Auch hier, wie der Name schon sagt, 5 für 5-Gang-Namensschaltung von Shimano. Das F steht dann hier für Freilauf. Hier ist es ein bisschen anders. Wir haben dann einmal einen Bosch Performance Line Motor Generation 3 mit 65 Nm, also sprich ein kräftigerer Motor als bei dem vorherigen Rad. Trotzdem ein 500 Wattstunden Akku, der auch hier sehr leicht entnehmbar ist, weil das Rad so konstruiert worden ist, dass der Akku wirklich simpel und schnell entnommen werden kann. Vom Display auch hier ein etwas größeres Display. Wir haben hier das Bosch Intuvia Display mittig auf dem Lenker platziert. Dazu haben wir auf der linken Seite unsere Bedieneinheit. Das Intuvia Display hat den großen Vorteil, es ist größer, es hat eine etwas größere Zahlen, sprich eine deutlich genauere oder bessere Ablesbarkeit. Auch hier, sehr schöne Lösung, ist der verstellbare Lenkervorbau, der Speedlifter, dass ich auch hier, wie beim anderen Modell gerade auch, das Ganze ohne Werkzeug in der Höhe variieren kann und auch drehen kann, um das Ganze platzsparend zu bekommen. Wir haben auch hier dementsprechend die Klapppedale mit drin, um noch mehr Platz einzusparen. Was halt hier nochmal ein besonderes Feature ist, im Vergleich zum anderen Modell, ist definitiv hier der Riemenantrieb. Der Riemenantrieb hat den großen Vorteil, ich muss den Riemen nicht fetten, nicht schmieren, nicht ölen. Ich habe hierdurch eine deutlich längere Haltbarkeit von bis zu 25.000 Kilometer, die ich hiermit erreichen kann. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist wirklich mal darauf zu achten, dass der Riemen vernünftig sauber gehalten werden wird oder gehalten werden soll. Dann Bereifung, wie schon erwähnt, auch hier die 20 Zoll Bereifung von Schwalbe. Wir haben hier eine LED-Beleuchtung mit dem Fernlichtassistent. Also sprich auch hier würde ich ein Rad, wo ich auch mal längere Touren fahren kann, allein schon durch den etwas stärkeren Motor. Kommen wir dann zum nächsten Rad und zwar zum N3.8 ZR Komfort. Das Komfort, besonders herauszukristallisieren, ist einfach halt hier. Wir haben hier eine Bei-Schulz-Sattelstütze, eine sogenannte Parallelogramm-Sattelstütze, die hier wunderbar schräg nach hinten wegdämpft, sprich deutlich rückenschonender und komfortschonender. Dazu haben wir dann den gekröpften Lenker, dass ich auch hier eine angenehmere Sitzposition habe. Ich habe die ergonomischen Handgriffe von der Firma Ergon mit dran, wo halt der Handballen gestützt wird, dass halt hier meine Hand, mein Handgelenk nicht geknickt oder ähnliches ist. Sprich, ich habe hier keine Taubheitsgefühl oder einschlafende Finger oder ähnliches. Dazu haben wir dann auch hier von Bosch den Performance Line Motor Generation 3 mit 65 Nm vom Drehmoment. Einen aufgesetzten 500 Wattstunden Akku, der hinterm Sitzrohr sitzt. Sprich, auch hier die leichte Entnahme ist hier definitiv gegeben. Wir haben dann das Bosch Intuvia Display mit der Bedieneinheit an der linken Seite. Auch hier natürlich die Möglichkeit, dass ich hier die wichtigsten Informationen sehr schnell und einfach ablesen kann, weil ich hier ein größeres Display habe und etwas größere Zahlen habe. Ebenfalls natürlich klar 20 Zoll Bereifung, ebenfalls von der Firma Schwalbe. Wir haben dann die Shimano hydraulische Scheibenbremse, einfach aus dem Grunde, weil wir hier ein Modell haben mit Freilauf.
damit ich hier wirklich vernünftig und sicher gerade in brenzligen Situationen zum Stehen komme, ist dieses schon sehr praktisch, weil ich hier wenig Kraft benötige an den Bremshebeln für die optimale Bremsleistung. Dann natürlich haben wir wieder den Riemenantrieb mit dabei. Auch hier natürlich, wie bei dem Rad davor, eine deutlich pflegeleichteren Antrieb. Heißt, ich muss es nicht fetten, nicht schmieren, nicht ölen und dadurch natürlich auch eine Haltbarkeit von bis zu 25.000 Kilometer. Abgerundet wird das hier dann mit der stufenlosen Enviolo-Schaltung. Sprich, ich habe hier eine sehr gute Übersetzung wie bei einer Kettenschaltung, habe kein klassisches Klicken mehr, sondern habe wirklich hier einen nahtlosen Übergang der verschiedenen Gänge. Gepäckträger ist ebenfalls komplett alltagstauglich, sprich auch hier die Möglichkeit, Körbe oder Taschen zu montieren und seitlich nochmal Gepäcktaschen dran zu machen, wenn ich zum Beispiel einen Einkauf machen möchte oder auch ähnliches. Auch hier der verstellbare Lenkerfobber von der Firma Speedlifter. Mit einem Handgriff kann ich die Höhe variieren, mit einem weiteren Handgriff kann ich den Lenker drehen, um einfach hier nochmal deutlich mehr Platz einzusparen. Dazu natürlich dann auch die Klapppedale mitmontiert. Weitere Modelle, die aktuell nicht hier stehen, aber beim Hersteller bestellt sind, sind andere Varianten zu diesem Rad hier. Und zwar einmal das E5 ZR RT Jungle. Das Modell gibt es, wie der Name schon sagt, in der Farbe grün und hat vorne nochmal einen Gepäckträger für vorne. Dann natürlich das E5 ZRF Di2. Das Modell hat dann die automatische Di2-Schaltung von Shimano. Und wie eingangs erwähnt, eine Alternative zu diesem Rad, und zwar das N3.8 XXL-Modell, hat ein komplettes Systemgewicht von bis zu 180 Kilogramm. Die anderen haben dann ein Systemgewicht von 140 Kilogramm und ist ausgelegt für Personen bis 2,10 Meter. Und das waren sie, die Neuheiten zu unserem neuen Hersteller Easy. Wir sind natürlich vollkommen überzeugt über das neue Produkt und stehen euch bei Anregungen oder Fragen gerne vor Ort zur Verfügung. Oder ihr bucht bei uns einen Rückrufservice im Online-Shop und da habt ihr die Möglichkeit, mit unseren Kollegen oder zu Kolleginnen alle wichtigen Fragen zu klären. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.